Das Monty Uncut. Willkommen zu diesem Video. Heute ist was, ich wollte schon fast sagen, was Großartiges passiert. Ob das jetzt so großartig ist, darüber kann man jetzt diskutieren. Werden wir gleich vielleicht auch noch machen nach dem Video. Aber es ist was Großes passiert, denn Microsoft hat Activision Blizzard gekauft. Eine größten Spielehersteller dieses unseres blauen Planeten. Für irgendwie so an die 70 Milliarden Dollar. Nein, Milliarden, nicht Millionen. Milliarden. Darum geht's, ne? Ja, und wir haben schon gerade so ein bisschen im Stream auf Twitch diskutiert. Aber wir wollen uns noch ein Video dazu angucken von der berühmten PC Games. Und ja, das machen wir jetzt auch. Ich schalte mal eben um und starte das Ganze mal. Jetzt ist es also wirklich passiert. Microsoft kauft Activision Blizzard und die Spielewelt hält den Atem an. Damit gehört dem Xbox-Konzern nun das nach Aktienwert größte Videospielunternehmen der Welt. Da wirkt der Kauf von Bethesda vor einiger Zeit im Vergleich wie Peanuts. 7,5 Milliarden Dollar versus sage und schreibe 70 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, das entspricht 5 Fußballfeldern, auf denen man 70 gottverdammte Milliarden Dollar gestapelt hat. Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch, Crash Bandicoot, Tony Hawk. Aha, StarCraft. Das muss man nicht mehr nennen, oder? Also StarCraft hat Blizzard selber tot gemacht, oder? Muss man so sagen, StarCraft war mal das Ding, aber weil natürlich diese Echtzeitstrategie-Games so ein bisschen eingeschlafen sind, gibt es ja quasi gar nicht mehr. Ja, StarCraft noch zu nennen, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Also ist jetzt keine Beschwerde oder so. Ich wollte nur mal gerade sagen, dass StarCraft ja überhaupt keine Bedeutung mehr hat eigentlich. Guitar Hero, Skylanders und, und. Oh, und dann natürlich noch Candy Crush von King Games, einem weiteren Tochterunternehmen Activision Blizzards. Diese und viele andere Spielereien gehören jetzt Microsoft und werden, zumindest größtenteils, neben dem PC exklusiv für die Xbox erscheinen. Bye-bye PlayStation, das war's dann wohl mit exklusiven Werbedeals bei Call of Duty. Die Frage, was bedeutet das, reicht hierbei in vielerlei Richtungen, aber konzentrieren wir uns jetzt mal auf drei davon. Was bedeutet das für die Spieler? Nun, dass PlayStation-Besitzer sich darauf einstellen müssen, dass es einige der größten Marken über kurz oder lang nicht mehr für ihre Hardware geben wird. Ja, ist schon lustig, ne? Linksdorm schreibt's gerade, oh mein Gott, sogar Candy Crush. Wusste ich auch nicht, also bis gerade wusste ich das auch nicht. Ist schon ziemlich krass irgendwie. Nur, was jetzt so ein Hardcore-Gamern, wie wir es halt zum Großteil sind, was denen gar nicht bewusst ist, Candy Crush ist sicherlich eines der profitabelsten Spiele überhaupt des ganzen Planeten. Wir zocken das höchstwahrscheinlich alle nicht, aber es zocken unfassbar viele Leute, diese Spiele. Das ist halt ziemlich heftig. Diese kleinen Handyspiele. Also ich weiß gar nicht, der Mobile-Gaming-Bereich, wie groß ist der mittlerweile? 50% des ganzen Marktes oder so? Also ist jedenfalls immens groß und natürlich auch extrem wichtig. Klar, Microsoft spielt gerne den Good Guy, dem es nur darum geht, den Gamern eine schöne Welt zu gestalten. Das ist aber freilich Blödsinn. Es geht um Geld. Um viel, viel Geld. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, wenn 70 Milliarden Dollar in die Hand genommen werden. 70 Milliarden Dollar. Also in die Hand hat sie sicherlich niemand genommen. Ich hätte echt mal Bock, 70 Milliarden Dollar in die Hand zu nehmen, zu sehen. Einfach mal, also ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Dollar gibt es überhaupt an Geldscheinen? Keine Ahnung. Wie viel sind das? Gibt es überhaupt 70 Milliarden Dollar in Geldscheinen? Keine Ahnung. Aber ich würde sie echt gerne mal sehen. Wie viel Platz nimmt das ein? Kann das mal einer gerade berechnen oder so? Ich habe keine Ahnung. Wie hoch die Kantenlänge des Würfels würde ich gerne mal wissen von 70 Milliarden US-Dollar. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich großer Brocken. Es wird eine Übergangsfrist geben. Das nächste Call of Duty, Overwatch 2, vielleicht Diablo 4. Die könnten und werden zum Teil noch für die PlayStation erscheinen. Dann aber dürfte der Flow abebben. Nach den Überhangsdeals zu Deathloop und Ghostwire Tokyo kommen Starfield und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Elder Scrolls 6 von Bethesda auch nur noch für PC und Xbox. Was bedeutet der Activision-Kauf für die Gaming-Industrie? Nun, er kommt einem Erdbeben gleich, bei dem kein Stein auf dem anderen bleiben und die Langzeitauswirkungen noch gar nicht so richtig abzusehen sein dürften. Microsoft lässt die Muskeln spielen und stellt klar, die PlayStation-Marktführerschaft ist nichts wert, wenn das Unternehmen dahinter im Vergleich zum Konkurrenten wie David gegen Goliath dasteht. Microsoft muss nicht einmal unbedingt klug agieren. Es muss einfach nur die Geldbörse öffnen und mit dem quasi unendlichen Fluss an monetären Ressourcen kann jeder... Naja, einfach nur die Geldbörse öffnen, genau das haben sie ja gerade gemacht. Also,
Boah, meine Stimme versagt gerade. Oh, Entschuldigung. Die haben gerade 70 Milliarden US-Dollar locker gemacht. Also erstmal hat Microsoft die Geldbörse geöffnet, aber in die andere Richtung. Das musst du erstmal wieder einnehmen. Meiner Meinung nach, ich habe die Info erst vorhin vor, keine Ahnung, vor 2 Stunden oder was gesehen und mich kurz informiert. Ich habe mir da noch nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht, aber jetzt kurz, ganz kurzfristige Gedanken dazu, war das viel, viel, viel zu teuer. Ihr habt ja vorhin gesehen, welche Spielemarken dahinter stehen. Call of Duty, klar, riesig, immens. World of Warcraft, Dosebi, 100 Bits, nicht viel, aber mehr bekomme ich gerade nicht raus. Der PC ist ja knapp im Budget. Danke, Dosebi. Denk dran. Ich freue mich über Donations, ich freue mich über Bits, ich freue mich über Abos. Ich möchte aber nicht, dass ihr mir irgendetwas da lasst, wo ihr sagen müsst, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann. Bitte lasst es. Dann behaltet das Geld für euch. Ich möchte nicht, dass ihr auf irgendetwas meiner Meinung wegen mir verzichten müsst oder so. Wenn ihr es könnt, wenn ihr es einfach überhaupt, dann her damit oder so. Aber wenn ich jetzt sowas von Dosebi lese oder so, dann bitte, bitte nicht. Dann will ich es nicht haben. Dann lasst es besser für euch. Ich habe ein gutes Auskommen im Monat. Ich kann mich nicht beschweren. Und ihr sollt dann das Geld besser für euch behalten. Aber denkt dran, wer Amazon Prime hat, der kann ja einmal pro Monat auch gratis bei mir abonnieren. Ja, wie gesagt, ist meiner Meinung nach alles viel zu teuer gewesen. Trotz Call of Duty, World of Warcraft und Diablo, das dahinter steckt. Ob man das Geld wieder reinkriegt, irgendwie, ich weiß es nicht. Ist ganz schwierig. Jahresumsatz Xbox-Sparte, der Guy schreibt es gerade, circa 9,7 Milliarden, um 70 Milliarden wieder reinzuholen, müssen sie so einige Abos verkaufen, das kommt noch dazu, ne? Also das wird eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es rein darum geht, Geld zu verdienen, sondern es geht schon um Marktmacht und um die Xbox zu stärken. Also ich glaube, Geld verdienen die an diesem Deal erstmal gar nichts. Das hat jetzt einfach nur Geld gekostet. Jeder Widerstand wie eine Fliege zerdrückt werden. Good Guy? Wohl weniger. Monopolist trifft's schon eher. Die Konkurrenz wird einfach vernichtet, anstatt sie zu bekämpfen. Und seit dem Minecraft-Kauf hat man einen weiten Weg zurückgelegt. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, aber wenig sympathisch. Microsoft bat vor. Nicht nur für eine Streaming-Zukunft, sondern für eine Zukunft, in der man um Xbox einfach nicht mehr herumkommen kann, wenn man spielen will. Egal, wie sehr man es auch versucht. Das Problem daran, wo keine Konkurrenz, da keine Notwendigkeit, kundenfreundlich zu agieren. Weil, friss oder stirb. Ich male schwarz, ja. Aber rosig kann ich diese Zukunft einfach nicht sehen. Zu guter Letzt, was bedeutet das für die Mitarbeiter von Activision? Rein wirtschaftlich war es bestimmt der allerbeste Moment für Microsoft, jetzt zuzuschlagen und Activision noch schnell an der Kasse mitzunehmen. Sexismus-Skandale, massives Mobbing am Arbeitsplatz, ein Weiß, ihr habt es noch gar nicht mitgekriegt. Was habe ich verpasst? Microsoft hat Activision gekauft. Das schreibt er nicht aus, ne? Ja, also, um das auch nochmal hier zu erläutern, was er gerade auch gesagt hat. Natürlich war es der beste Zeitpunkt zum Kauf. Also, wenn ich jetzt, wann dann, habe ich ja vorhin vor dem Video im Stream noch gesagt oder so, Activision Blizzard geht es im Moment überhaupt nicht gut. Der Ruf ist absolut ruiniert und die Aktie war verhältnismäßig günstig, sagen wir mal so. Trotz dass 70 Milliarden US-Dollar natürlich viel zu viel sind. Katastrophales Management unter oberster Schirmherrschaft von Robert Kotick, der all das offenbar geschehen ließ und teilweise sogar förderte. Soweit man das bei einem milliardenschweren Unternehmen überhaupt sagen kann, liegt Activision derzeit ziemlich am Boden. Und das ist der einzige und dankenswerterweise auch wichtigste Punkt, in dem ich den Aufkauf positiv sehen kann. Hier kann, hier darf und hier wird wahrscheinlich kein Stein auf dem anderen bleiben, da Microsoft genau weiß, welche Erwartungshaltung hier existiert. Kotick wird auf keinen Fall zu halten sein. Auch sonst muss das Management umstrukturiert werden. Den beanstandeten Fällen muss penibel nachgegangen werden. Und Microsoft wird gut daran tun, dem auch Folge zu leisten. Ja, die nun in Microsoft-Besitz befindlichen Marken sind unfassbar wertvoll. Der Scherbenhaufen dahinter dürfte für den Neubesitzer aber nur bedingt reizvoll sein. Und bei allem, was man Microsoft vorwerfen kann, eine schlechte Behandlung der Mitarbeiter scheint nicht dazu zu gehören. Zumindest hört man da von den diversen Studios hauptsächlich Gutes. Die Activision-Mitarbeiter haben es verdient, dass sie in ein gesundes neues Arbeitsumfeld. Also das muss man auch sagen. Ich habe bei Microsoft noch nie gearbeitet. Ich kenne zwar, also zumindest ich kannte mal Leute, die sind nicht tot, nur ich habe mit denen nichts mehr zu tun, keine Sorge, die bei Microsoft tatsächlich gearbeitet haben. Aber ich habe tatsächlich noch nie irgendwie irgendwo was Negatives von Mitarbeitern gehört. Noch nie. Also ich glaube schon, Microsoft bezahlt zum einen sehr, 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 sehr gut und achtet seine Mitarbeiter auch ziemlich gut.
Also das kann ich mir auf jeden Fall durchaus vorstellen, dass es da deutlich angenehmer läuft als bei Activision Blizzard. Und ich denke mal, da werden die jetzt auch mal so richtig aufräumen müssen. Natürlich, mal über den Deal kann man jetzt denken, was man will. Aber in Sachen, in dieser Hinsicht oder so, wird Microsoft da, glaube ich, schon das Richtige machen, denke ich mal. Umfeld hineinwandern. In den nächsten Tagen werden wir wohl noch mehr Details zum Mega-Deal erfahren. Jetzt muss man das ganze Ding aber auch erst einmal sacken lassen. Es ist zwar nur die Videospielewelt, aber zumindest die wurde ganz gehörig auf den Kopf gestellt. Ja, so viel dazu. Schönes, kurzes Kolumnenvideo. Vielen Dank an PC Games dafür. Wenn ihr das gut fandet oder so, guckt mal auf dem Kanal von PC Games vorbei, aber den kennt sowieso, glaube ich, jeder, denke ich mal, oder? Weil PC Games ist auch, glaube ich, eine ziemlich bekannte Sache. Ja, so viel dazu. Das Multi-Uncut. Macht's gut und tschüss.